Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Troll und Dragon. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Troll und Dragon ist ja ein bisschen schwer auszusprechen für den Elias. Elias ist 6 Jahre, das Spiel ist ab 7 Jahre für 2 bis 5 Spieler, 20 Minuten. Und warum habe ich die Schachtel nebendran? Von dem Verlag Loki gibt's auch ein ganz cooles Spiel. Deswegen SOS Dino ist auch richtig toll. Schaut mal in das Video rein, da haben wir auch schon ein Video gemacht. Jetzt sind wir allerdings bei einem Würfelspiel. Und bei diesem Würfelspiel sind wir Helden. Und als Held gehen wir in eine Höhle. Ich bin der Held. Ich bin der Held. Der ist nämlich auch richtig cool. Das ist mein Beutel, da lege ich nachher meine Diamanten und mein Gold hin. Ja. Allerdings ist es ein Zockerspiel. Der Papa verzockt sich da auch gerne. Das wisst ihr ja mittlerweile. Der Papa kann ja nie genug haben. Übrigens, das sind die Tableaus für die anderen Spieler, die mitspielen. Natürlich auch weibliche Charaktere. Auf der Rückseite ist eine Punktehilfe. Die brauchen wir am Schluss. Weil, jetzt erkläre ich das kurz und dann zeigen wir euch das spielerisch, wie ihr das gewohnt seid. Am Schluss gibt es wieder ein Fazit. Am Anfang gehen wir in die Diamantenhöhle rein. Da würfeln wir und da holen wir uns Diamanten. Je nachdem, was wir würfeln, schaffen wir es anschließend, einen Schlüssel und das passende Schloss zu würfeln. Und dann dürfen wir noch in die Höhle, wo es Gold gibt. Da lauert allerdings auch ein Drache. Und da spiele ich dann quasi gegen den Elias, der in der Zeit versucht, Gold zu klauen. So, das Ganze läuft so lange, bis eine Kammer leer ist. Dann wird die Runde noch fertig gespielt und dann wird gezählt. Die Diamanten sind wie viele Punkte wert? 1. Und das Gold? 3. Genau. Und deswegen gibt es auf der Rückseite eine Rechenhilfe. Moment, jetzt Elias. Jetzt bauen wir erst einmal kurz alles auf, dass man das alles sieht. Hier ist die Hand. Den brauchen wir vielleicht für den Troll. Die lege ich zur Seite. Das sind die Würfel für die Mine, für das Goldlager. Und der Elias, was hast du für Würfel? Die 4 für die Diamantenhöhle. Also, und jetzt schiebe ich das ein bisschen auf die Seite. Du meinst das hier? Ja, das ist der Troll. Das zeigen wir nachher. Da ist auf dem Symbol der Troll abgebildet. Genau, würfelst du und dann schauen wir, dass die Kamera das erfassen kann. Ich schiebe es ein bisschen rüber. So, erklär mal den Zuschauern, was du jetzt bekommst. Hier sind so Edelsteine, nachträglich 3 Edelsteine. Die legst du dir aber noch nicht in den Beutel, weil er verlässt die dieses Lager ja noch nicht. Das Schloss lässt du auf die Seite. Sehr gut. Oh, ein Troll, der blockiert. Da darfst du nicht nochmal würfeln, ansonsten darfst du oft würfeln. Och nee, das geht ja wieder gut los. Schon wieder 2 Diamanten gewürfelt. Jetzt wisst ihr mal, wie es mir geht dauernd. Ist Würfelglück, ist ja ein Würfelspiel. Oh, super. Er hat den Schlüssel, das heißt ein Schlüssel, ein Schloss und Troll. So, was willst du machen? Jetzt gehst du in die Schatten. Moment. Du willst jetzt Gold klauen. Die Diamanten gehören ihm noch nicht. Wenn 4-mal der Troll gewürfelt wäre, dann wären die weg. Dann würden die Diamanten auf die Hand des Trolles gelegt werden. Die könnte ich mir danach schnappen, wenn der Elias schlecht würfelt. Aber nicht so einfach hinkriegen. Nein. So, der Elias würfelt jetzt. Moment. Der zweite Schritt, dann kennt ihr eigentlich alle schon alle Regeln. Er würfelt jetzt und er kann so oft würfeln, wie er will. Zeig mal, was da drauf ist. Moment, Elias, zeig's mal den Zuschauern. Da so sind ein Edelstein nachträglich. Wenn hier 2 abgebildet, hier sind 2 und hier ist einer. Hier kriege ich nur einen von denen und hier kriege ich 2. Genau. Und ich versuche, Moment, Elias, ich bist zu schnell. Moment, Elias, Moment. Ich versuche nämlich mit dem Drachen zu würfeln. Würfel ich einen Drache, dann rufe ich Drache. Und wenn ich den zweiten Drachen habe, dann rufe ich Drache aufgewacht. Und dann kriege ich das, was ihm gehört. Also bei 2 Spielern. Wenn ihr mit mehreren Spielern spielt, dann müsst ihr es aufteilen. Wenn er es geklaut hat, dann das sofort sichern. Genau, er sagt nämlich, ich gehe raus. Ich gehe raus und dann kann er es mir nicht klauen. Dann und jetzt legen wir die nochmal zurück, weil der Papa noch gar nicht gewürfelt hat. Die gelten nicht für mich. Ah, die gelten nicht für dich, dann musst du es aber zurück ins Lager legen, sonst kommt der Drache gleich. Dann würfel ich bestimmt gleich 2-mal das Drachensymbol. Und dann würde ich sagen, wir fangen an. Jetzt der Elias würfelt. Genau, würfelt. So, und Drache! Ich gehe raus. Und jetzt, was bekommt der Elias? Das, was er neben seinem Beutel hat, das ist gesichert. Und das ist im Prinzip das ganze Spiel. Es ist ein cooles Würfelspiel, dazu ja, später mehr. Aber ich bin und mal jetzt gespannt, was der macht. Warum, was mache ich denn? Ich hoffe, du wirfst jetzt so viel Troll. 4 Trolle? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Na, ein Troll ist dabei. Oh, ich habe einen Schlüssel. Ich gehe nachher gleich rein. Ein Diamant habe ich. Ich würfel weiter.
Okay, zwei Trolle. Ich gehe jetzt in die Schatzkammer. Ich hole mir nämlich ganz viel Gold jetzt in dem Fall. Wusstet ihr nicht? Drache. Ich gehe raus. So, und habt ihr gemerkt, warum ich jetzt hier noch reingreife? Du hast voll wenig. Ja, besser als verliere ich's. So, ganz wichtig. Ich habe das Symbol gewürfelt für einmal Gold. Und ich habe gesagt, ich gehe raus. Dann darf ich mir noch das, was ich gewürfelt habe, rausnehmen. Nehme meinen Beutel, ich gehe raus und lege das dann da drauf. Und das war in dem Fall meine Runde. Das war dein Zug. Dreimal Schlösser und einen Diamant. Auch nicht schlecht. Er darf nochmal. Er hat keinen Troll gewürfelt. Und ihr merkt, so geht das ganze Spiel. Immer schnell, immer reihum weiter. Natürlich unabhängig von der Spieleranzahl. Bis irgendeine Kammer natürlich leer ist. Okay, und du gehst jetzt in die Schatzkammer. Und jetzt will ich aber Drache. Drache aufgewacht! Ja, da habe ich jetzt Glück gehabt. Jetzt kriege ich das nämlich von ihm. So, so viel Glück habe ich noch nie gehabt. So, übrigens, ich kann es mal kurz zeigen. Der Drache ist nur auf einer Seite drauf. So, das ist auch sonst unfair. Und das Gold, das gibt es hier zweimal. Genau, das ist sonst unfair und einmal. Man braucht also sehr viel Glück. Und das wäre dann echt gemein, wenn man das hat, überall ist ein Drache abgefüllt. Oh, da habe ich gerade Glück gehabt. So, jetzt habt ihr wirklich alles gesehen. Jetzt ist der Papa dran. Jetzt sind wir fertig. Der Elias hat die Diamanten leergeräumt. Sein Zug ist noch zu Ende geführt worden. Und jetzt sieht man das Tableau. Ich schieb's ein bisschen rüber. Das ist eine Menge und das ist ja schwer zu zählen. Und genau deswegen gibt es hier eine Übersicht, weil das Gold zählt jeweils 3 Punkte. Das heißt, die Kinder, gegebenenfalls auch die Erwachsenen, legen das Gold einfach hier drauf. Und die Diamanten, die werden einzeln gezählt. So, und da helfe ich ihm Elias, Spiel ist ja ab 7 Jahre, weil das Gold platziert er drauf und dann zählt er die Diamanten und beide Summen bzw. beide Zahlen, die zähle ich zusammen. Und dann schauen wir einfach mal, wer das Spiel gewonnen hat. Oh. Wir haben da gleich viel. Wow. So, jetzt schon mal spannend. Beim Gold haben wir Gleichstand. Brauchen wir gar nicht zusammenzählen. 45 Punkte, 45 Punkte bei mir. Jetzt entscheidet es, wer mehr Diamanten hat. Und der hat dann gewonnen. 36. Glückwunsch, Elias. Aber es war knapp. Jetzt haben wir das Ganze gespielt. Findest du denn das Cover? Echt gut. Ey, mir gefällt das. Das spiegelt es auch so ein bisschen. Das ist echt toll mit den Abenteurern gemacht. Ist echt toll. Auch, ich zeig's nochmal, weil ich es richtig cool finde. Auch das Spiel ist toll. Übrigens, das ist auf der Empfehlungsliste zum Kinderspiel des Jahres 2018. Ich glaube es zumindest, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber das müsst ihr euch auch anschauen. Wenn ihr allerdings Würfelspiele toll findet, das ist cool. Aber Elias, das ist ab 7 Jahre. Du bist 6. Kannst du es spielen? Ja. Und zwar ziemlich gut. Kannst du es schon zusammenrechnen am Schluss? Ja. Nett. Kommt immer drauf an, wie die Summen bzw. wie die Zahlen fallen. Aber was lernt man denn bei dem Spiel? Rechtzeitig aufzuhören. Zu sagen, nein, mir reicht. Rechtzeitig aufzuhören und Edelsteine zu sammeln. Schafft es auch der Papa? Nee. Muss ich noch lernen. Der Elias kann das. Fällt übrigens vielen Kindern schwer. Deswegen passt die Altersangabe ab 7 auf jeden Fall. Das finde ich toll. Zeig nochmal auf der Rückseite. Ist so eine Rechenhilfe. Das ist gut gemacht. Das heißt, hier kann man in dem Fall auch das Gold dann drauf platzieren. Dann passt es auf jeden Fall. Das mit den Tableaus, mit den Edelsteinen. Das sind übrigens die anderen Tableaus. Das ist toll gemacht. Die Anleitung, die hat man recht schnell kapiert. Das Einzige, wo ich nochmal nachschauen muss, wie oft darf man denn würfeln in dem Fall. Aber das passt auf jeden Fall. Auch toll gelöst ist das mit der Box. Das heißt hier, dass man hier quasi dann reingeht in die Türen, dann hier in den Gold, in das Goldlager dann reinkommt. Das ist wirklich, da hat man auch sehr viel mitgedacht. Das heißt, dass man dann auch die Schachtel mitnutzen kann. Die Würfel, die sind auch von toller Qualität. Das ist nicht aufgeklebt, das ist aufgedruckt. Also da passt wirklich alles. Ja. Aufgedruckt. Ja, normalerweise gibt es ja Würfel, die kann Aufkleber. Die gehen irgendwann mal weg oder es wird undeutlich. Da haben wir jetzt bis dato überhaupt keine Probleme gehabt. Ist ein tolles Spiel, was zu zweit auch super funktioniert. Auch super. Und ist eine kleine Box. Wie sage ich immer? Auch kleine ideal. Spiele. Genau. Ich glaube, das haben wir gar nicht in dem Bereich dann drin gehabt. Jetzt habt ihr nochmal einen Hinweis bekommen, weil das kann auch gut die Familie zusammenspielen. Es geht schnell. Wie lange haben wir jetzt gespielt? 15 Minuten, glaube ich, etwa. Steht drauf, 20 Minuten, ist also ein tolles Spiel. So, ich bleibe nur abschließend zu sagen,
Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo von meiner Seite. Sage ich mal tschüss. Macht's gut, bis bald. Auf Wiedersehen, tschüss. Auf Wiedersehen, tschüss. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.